Man muss dann einfach die Stelle jetzt erstmal herausfinden, wo das Pferd gut reagiert. Das kann da oben sein. Gut, das war schon sehr schön. Manuel Schorsch de Oliveira arbeitet den jungen Lusitano Wallach Scheil an der Hand. Er lässt das Pferd auf einer Volte im Übertreten um sich herumgehen und mobilisiert dadurch das innere Hinterbein und den Rücken. Manuel biegt Scheil noch einmal im Stehen nach links und versucht dann im Renvers anzugehen. Das ist sehr schwer und unser junges Pferd reagiert zunächst zögerlich. Doch dann beginnt er sich zu biegen und flüssiger seitwärts zu gehen. Nach dieser Biegearbeit kann Manuel nun auch schon beginnen, das Pferd ein wenig zu versammeln. Er geht dazu mit Scheil zur Bande und lässt ihn in kleinen Tritten nach vorne gehen, um ein erstes Diagonalisieren zu erreichen. Bei der ersten positiven Reaktion lässt Manuel sofort die Zügel lang und lobt ihn. Diese gleichmäßigen runden Bewegungen führen zur Versammlung und schützen den Körper des jungen Pferdes. Es lernt, seine Muskeln zu benutzen und weich aufzufußen.